So, okay. Wir gehen jetzt. Ach ja, zwischenzeitlich müsst ihr euch noch vorstellen, wie ich in Cranky Kongs Laden gegangen bin und mir den Schlüssel gekauft habe. Der Schlüssel war hier oben, also zwischen Welt 4.2 und Welt 4.4. Da war das Schlüsselloch gewissermaßen. So, Welt 4K, pieksende Preziosen. Ich habe offen gesagt keine Ahnung, was es hier gibt. Ich habe diesen Level bisher selber noch nie gespielt. Kann sein, dass ich diesen Level, doch ich habe diesen Level bestimmt schon in einem Let's Play gesehen. Aber es ist verdammt lange her, ergo keine Ahnung. So, jetzt wird's witzig. Affe freut sich. Ich freue mich auch. Habe da. So, okay. Ah, es gibt Diddy Kong hier. Ah, es gibt Stacheln hier. Pieksende Preziosen. Interessantes Motto gewissermaßen. Okay, dort unten. Bitte was? Was war das? Ach so, der löst immer den Schalter aus und dann kommen die Stacheln. Das ist ja gemein gewissermaßen. Womit? Irgendwas? Irgendwas hier ist seltsam. Irgendwas. Wow, das sieht ja. Das sieht geil aus. Es sieht geil aus, aber es ist gefährlich. Ich glaube, ich will hier nicht sein. Sag mal das doch. Schnasner. Halt, nein. Schnasner. Bitte mach mal Platz hier. Dab. Kann nicht sein hier. Ja, irgendwelche Leute hier Plattform blockieren und so. Was sind das für komische Stacheldinger? Also, was ist das? Ich weiß es nicht genau. Es hat irgendwie Ähnlichkeiten mit irgendwas, was ich vielleicht kenne oder so. Ich weiß es nicht. Banano-Ramas? Banano-Münzen? Banano irgendwann weiter? Banano irgendwann stehen bleiben? Banano eigentlich so weiter? Eigentlich springen? Eigentlich hüpfen? Bla, bli, bla. Also ohne Didi ist das doch die Tortur schlechthin. Moment, jetzt will ich beobachten. Der geht so. Und dann geht der so. Und dann macht der so und dann ist fertig. Okay, alles klar. Ist doch alles nicht so schwer, alles nicht so schlimm. Nein. Stattdessen sammelst du hier noch alle Puzzleteile ein. Nein. Oh, das war knapp. Das war... Scheiße, das war Didi. Meine Lebensversicherung ist weg. Wo ist mein kleiner, süßer Didi-Freund? Ich hatte mal einen Didi-Freund. Ich hatte mal einen tollen Didi-Freund. Ich hatte mal... ich hatte mal mehr Herzen. Ich hatte mal gewissermaßen die Hoffnung, dass ich generell sofort durch diesen Level durchkommen würde. Irgendwie... Irgendwas hier erinnert mich gerade sowas von an Mario World. Und es gefällt mir nicht, woran ich hier erinnert werde, ganz ehrlich. Gumba wird jetzt wissen, wenn er dieses Video hier sieht, wovon ich rede. Schnirsen? Oh, Schnirsen. Okay. Der Heringbeweisskill. Eventuell, vielleicht werde ich das hier jetzt sogar überleben. Weil wenn ich mir das so angucke, ja, vielleicht. Da hätte ich jetzt wiederum Diddy Kong gebraucht. Nein, es war so gut bis dahin. Gut, so, okay. Habe da. So, kein Problem. Da. Jetzt können wir rushen. Nee, rushen ist generell scheiße. Aber irgendwie, ich hatte schon Bock zu rushen, beziehungsweise generell... Habe ich mir jetzt gemerkt, wo ich die ganzen Puzzleteile eingesammelt habe, beziehungsweise wo ich noch gucken muss? Ich weiß es nicht. Ah, hundertprozentig. Ich muss mir... Wow. Ich muss mir angewöhnen, dass ich irgendwie... Also ich sollte doch drauf achten, gewissermaßen. Ach, scheiß drauf. Ich sollte doch darauf achten, dass bei all diesen Plattformen Stacheln rauskommen. Bei all diesen Plattformen. Behalte es im Gedächtnis, Hering. Oh ja. Es könnte dir von Vorteil sein, gewissermaßen, wenn du daran denkst. Wenn du auch noch daran denkst, irgendwie besser zu springen, dann wäre das noch viel besser. Da. Es ist noch nicht schwer. Also, doch, es ist schwer, aber irgendwie, der Level hat was. Jetzt habe ich das hier an der Stelle nämlich schon wieder vergessen. Das ist toll, ne? Ja, der Hering und sein Kurzzeitgedächtnis. An der Stelle jetzt auch schon wieder vergessen. Habe da, genau. So, dann machen wir nämlich einmal so. Habe da. Dann machen wir noch so und dann machen wir so und dann sind wir hier fertig. Und dann machen wir so und dann so und dann so und dann sind wir hier. Okay, zack. Hier, laufen ist gut. Ja, ist scheiß drauf. Ups, guck doch gar nicht erst, wohin du springst. Spring doch einfach. Ja, ist doch ganz egal. Mein Gott, du bist doch eh alles nach Gefühl und so. Nach bestem Wissen und Gewissen gewissermaßen. Das finde ich gut, ja. Das sollte ich mir mal wieder patentieren lassen. Schnurps. Es gibt so viele Dinge, auf die ich mittlerweile an Copyright legen könnte. Finde ich persönlich. Aber so generell, so Worte wie schnupsig oder so, keine Ahnung. Ich habe mir mal so überlegt. Nein! Nein!
nein, nein. Ich habe mir mal so überlegt, wenn ich so, keine Ahnung, 10.000 Abonnenten habe oder, dass es 10 oder 20.000 Abonnenten habe. Also gewissermaßen in 20 Jahren. Ich habe mir überlegt, also generell, kann man einfach so gewissermaßen beim Duden erfragen, beziehungsweise generell so dann, ja keine Ahnung, Vorschläge machen für neue Wörter oder so, die dann in Duden kommen sollen. Also ich wäre ja mittlerweile schon dafür, dass das Wort schnupsig in den hiesigen Sprachgebrauch irgendwie Einzug hält, weil ich habe nichts gegen schnupsig sein. Nö, schnupsig sein, das ist gewissermaßen mittlerweile schon fast eine Kultur geworden. Eine verdammt fischige Kultur, aber es gehört irgendwie mittlerweile zum Leben dazu. Für viele meiner Abonnenten zumindest, glaube ich, einen Ansatz mal gehört zu haben. Wie ist das mit euch so? Wie findet ihr das Wort schnupsig? Seid ihr auch so schön schnupsig drauf irgendwie? Oder findet ihr auch alles so schnupsig in der Welt? Also, wenn ihr auch meiner Meinung seid, dann macht mit irgendwie bei meiner Aktion, bringt das Wort schnupsig in den Duden. Also, aber gut, okay. Wie gesagt, das nehme ich dann irgendwann mal in Angriff, wenn meine Fanbase diesbezüglich groß genug ist oder so, ich weiß es nicht. Aber gut, okay. Man kann es mal probieren, keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, was für Auflagen ein Wort erfüllen müsste, damit es tatsächlich in den Duden kommt. Also, das ist auch so ein kleines bisschen jetzt natürlich Spinnerei von mir. Aber davon abgesehen, ich finde den Gedanken an sich witzig. Ja. Dann müsste ich mir nur noch eine schlagkräftige, also beziehungsweise auch eine gute Definition von dem Wort schnupsig überlegen. Weil momentan ist schnupsig ist ein bisschen so, es verkommt gewissermaßen zu so einer Art Allerweltswort. Weil man kann es in fast jeder Lebenslage irgendwie brauchen. Weil fast alles ist schnupsig, was einem so über den Weg läuft. Mein Gott, das ganze Leben ist schnupsig. Aber ist okay. Mein Gott, ich habe nichts dagegen. Nein, das Leben kann ruhig schnupsig sein. Wow. Schnupsig kann für euch auch alles Mögliche sein. Und für mich ist schnupsig auch alles Mögliche und das ist okay. Und das passt so. Und, mein Gott, also diese Plattform und sowas. Ich finde die Grundidee von diesem Level so extrem genial, was ich jetzt nur nicht... Hä? Ja, wie jetzt? Ne, Moment. Aha, okay. Aber ich weiß nicht genau, ob mit, nur mit Donkey auch, oder ob ich jetzt Glück hatte, weil ich noch Diddy hatte, aber nichtsdestotrotz, ich habe eine rosarote Glasmurmel. Ich hab eine rosa-rote Glasmurmel. Eine kleine Knutschkugel gewissermaßen. Da, 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 da. Viertes K-Level geschafft. Ich hab die Erdbeere. Tutti Frutti ist cool. Da, 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 da. Level geschafft. Die Höhle. La, 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 la. Und der Level ging sogar. Fand ich persönlich. Also klar, ich gebe irgendjemandem recht, der unter eines meiner letzten Videos geschrieben hatte, dass das K-Level in Welt 3 prinzipiell das einfachste ist. Ja. Aber... Also bisher fand ich das K-Level in Welt 2 am schwierigsten und naja, Welt 1 war jetzt auch noch okay und das hier ist, naja, das hier würde ich jetzt nach Welt 2 einordnen, aber so ganz, meine ganz persönliche Reihenfolge, weiß ich nicht genau, ja, sieht vielleicht auch jeder anders, keine Ahnung, aber gut, egal. Welt 4b, Maulwurfzug. Könnten wir es denn tatsächlich schaffen, heute irgendwie Welt 4 zu beenden? Das wäre total schnupsig. La 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 la. So, alles schnupsig heute. Ja, 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 ja. Malwurf-Joke. Joke. Uhu. Der Affe brüllt. Dab, dab, dab. Die ganze Affenbande brüllt. Wer hat die Kokosnuss geklaut? Didi war's. Nee. Malwurf war's. Was, wie, wo? Aber, Alter, Abadabu? Was? Komisches Tiki-Wesen? Komische Affen. Komisches Tiki-Wesen, das aussieht wie ein Banjo oder so, ich weiß nicht genau. Wie ein Instrument, wie ein Saiteninstrument. Seien wir mal nicht so. Ich kenne mich mit Instrumenten und derlei Dingen nicht aus. Mit Musik kann man mich fast jagen, was ich schade finde, weil ich hätte schon ganz gerne irgendwie früher mal so ein richtiges Instrument erlernt. Also, ich hätte total Bock auf entweder Klavier oder Gitarre gehabt. Oh! Oh, lass mich raten. Der Affe, der sitzt nicht fest auf der Lore, weil ich habe jetzt die ganze Zeit nach rechts gedrückt. Ich habe aber blöderweise auf die Maulwürfe geschaut. Ergo, ja, der Affe kann sich frei darauf bewegen. Das ist ja irgendwie doof. Ups! Au! Das finde ich doof. Nein, hier kann ich mich auch ducken. Ja, so. Aha, interessant. So, wann kann ich jetzt... Moment. Da wäre ein Herz gewesen oder so, ich weiß nicht genau. Au, toll. Ja, da geht Didi hin. Doof. Die ganze Zeit nur springen. Wann komme ich jetzt mal... Au. Monimo.
Munemu. Munemu und Tod. Hä? Okay. Ich verstehe diesen Boss noch nicht so hundertprozentig. Ich hoffe, ich komme gleich hinter sein Geheimnis. Ich wäre diesbezüglich geradezu erfreut und höchst erpicht darauf. Also, verrate mir dein Geheimnis, gewisser maulwurfartiger Freund. Ich würde es sehr gerne erfahren, wenn du mir verraten würdest, wie du gingest. Also, wie du gehst, wie du gehst und stehst, worauf du so Lust hast und so weiter und so fort. Und ich kann irgendwie so Raketenrucksack-Action betreiben, was absolut keinen Sinn ergibt, weil eigentlich müsste ich doch, aber ist egal. So, gut, so, jetzt bin ich hier drauf. Jetzt muss ich mich die ganze Zeit bewegen irgendwie und dann, aha. Und dann, aha. Und dann, aha. Moment, ich kann auf sie draufspringen. Ich kann auf sie draufspringen. Ich kann aber erst auf sie draufspringen, wenn sie dann so raus sind. Okay, alles klar. Aber muss das jetzt in einer bestimmten Reihenfolge abfolgen oder? Nee. Okay. Und jetzt ganze Spiel wieder von vorne. Ah ja. Und du schmeißt natürlich deine. Nein. Doof mit Bomben. Bomben sind doof. Bomben werfen nur Feige, aber Maulwürfe und Budebu. Scheiße. Aber verschätzt und so gewissermaßen. Nein, das finde ich doof. Mann, ich hätte jetzt auch mit der Bombe treffen können. Ich hätte voll mit der Bombe treffen können. Bin ich ja schon der Meinung und so. Ja, was ich nicht alles hätte machen können. Ja, ich hätte zum Beispiel auch ein Buch schreiben können oder sowas. Ich hätte total tolle Dinge machen können. Den ganzen Tag heute. Aber stattdessen spiele ich Donkey Kong Country Returns. Und nebenbei dürfte irgendwann ein Video von mir hochladen. Ich lade heute Beteiligung aus 2 hoch. Mal wieder so ein Video. Dafür gibt es ja heute kein Donkey Kong Country Returns. Weil der Hering ja irgendwie Mist gebaut hat. Aber ist egal. Gut, das wollen wir an der Stelle nicht mehr vorhalten. Stattdessen irgendwie erfreuen wir uns daran, dass er jetzt schon mal hier ist. Ich hoffe ja irgendwie sehr, dass man das Ganze nur so dreimal machen muss. Das wäre mir sehr genehm, gewissermaßen. Herr Maulwurf, was halten Sie von der ganzen Geschichte? Ich finde ja... Wow, ich habe die ganze Zeit total Angst, dass ich von der Lore runterfliege. Dabei ist diese Angst, glaube ich, mehr oder weniger unbegründet. Doof. Moment. Ja. Halt! Ah, das Herz hätte ich gerne gehabt. Nein? Doof. Doof. Ja, weil jetzt kommt die immer schneller und so. Und das finde ich doof. 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 Habe da... Oh, da war noch ein Herz. Noch ein Herz. Oh, Gott sei Dank. Oh, ich will nicht, also wenn ich jetzt draufgegangen wäre, das hätte mir gewissermaßen sehr leid getan. Das hätte uns allen leid getan, Hering, gewissermaßen. Wir haben immer Mitleid mit dir, weil du immer so schlecht spielst. Bitte habe ich Schnee Hering und so? Hering. Was? Großer Maulwurf, scheiße. Großer Maulwurf ist scheiße. Großer Maulwurf, Ich kann jetzt richtig sterben. Ich kann jetzt richtig sterben und ich würde dann schreien. Ich würde richtig schreien. Ich würde so dermaßen schreien. Ich würde gewissermaßen aus der Haut fahren, gewissermaßen. Aber ist okay. Ich bin ein Affe. Ich bin ein cooler Affe. Ich bin sauer. Ich bin gewissermaßen sauer. Ich bin sauer. Wow, ist der Endkampf nervig. Wow, das ist ja wirklich... Wow, das... Meine Äuglein sind hier geradezu erzückt, wenn ich jetzt nochmal irgendwie Maulwürfe länger sehen muss oder so. Halleluja, das ist ja... Mensch, da hattet ihr ja mal wieder. Also, da saßen die Entwickler bestimmt irgendwie bei Kaffee und Kuchen irgendwie mal nachmittags zusammen und da haben sie sich so gedacht, Mensch, also, Maulwürfe, das sind ja schon ganz schön nervige Viecher und so, ne? Da kann man bestimmt wunderbar in so ein Spiel einbauen und so. Lass mal so einen Endgegner nehmen, so für Welt 4 und so, weil da braucht man noch was richtiges Nerviges und so. Und allgemein bekannt ist ja, dass Maulwürfe so richtig schön nervige Viecher sind und so. Und das macht Sinn. Und das kaufen uns die Spieler ab und so. Und die fahren dann bestimmt total voll drauf ab und so, gewissermaßen. Und, Kann man das Ganze hier abkürzen mit Diddy Kong? Schafft man das? Wäre der Sprung machbar hier an der Stelle? Ich glaube ja nicht. Deswegen probiere ich es auch die ganze Zeit nicht aus. Aber wie mein Timing auch momentan mal so überhaupt gar nicht funktioniert. So, okay.
kleiner süßer Maulwurf. Du wirfst deine Bombe, ich wirf Bombe, ich werf Bombe zurück. Ich mach so und dann bin ich bei dir. Ich bin bei dir. Oh du, du, du. Oh du, mein Maulwurf. Oh du, mein Maulwurf. Oh du, mein Maulwurf, mein kleiner süßer Maulwurf. Au, I, Schnasner. Schnasner? Schnasner? Ja, Schnasner. Schnasner, Schnasner. Aha, so. Schnasner, Schnasner. Ist schön, dass sie jetzt überall Herzen liegen. Aber schön, dass ich Diddy Kong nicht mehr habe. Ja, ist toll, ne? Hahaha, ha, ha. Was nicht alles toll ist. Oh ja, Hering, Hering, Hering. Ich habe 480 Banane-Rummer-Münzen. Das macht mir auf eine gewisse Art und Weise ja schon Angst. Das hier macht mir eigentlich noch mehr Angst, wenn ich das hier so sehe. Ups, halt, nein, ja, vielleicht, eventuell. Darf ich? Nein, 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 Hering, du darfst noch nicht. Du darfst heute nicht sterben. Du, 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 du. Oh, 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 du, 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 ja. Halt, Moment. Irgendwas ist hier komisch. Ja, nein, das hier war komisch, aber das ist egal, weil jetzt bin ich hier und da und wir sind alle hier und Maulwürfe sind auch hier und Maulwürfe sind total putzige Wesen und so. Irgendwie sehen die ja putzig aus mit ihrem kleinen süßen Minenhelm und so und total schnupsig und puppete, puppete, puppete. Aber nichtsdestotrotz, Maulwürfe entpuppen sich so langsam, aber sicher zu kleinen, nervigen Wesen. Hm, komisch. So, jetzt bin ich ja wieder hier. Jetzt sind wir wieder hier und zumal ist es auch total widersinnig. Also, wie soll das bitte schön gehen, dass die... Njomo, njomo. Danke, Perl, oh, Gott sei Dank. Wie soll das bitte schön gehen, dass die sich hier... Manamu, njomo. Zum Glück bekomme ich hier immer ein Herz. Also, sonst würde ich ja komplette Krise kriegen. Aber davon mal abgesehen, wie soll das gehen, dass die sich hier von Lore zu Lore fortbewegen? So, genau. Bam. Und drauf und fertig und bang. Und weg mit dem Maulwurf und verkloppen und komische Lok Lok Chuk Chuk kaputt und irgendwie Affe gleich tot. Oder vielleicht auch nicht. Affe freut sich. Maulwurf freut sich nicht. Aber Maske freut sich gleich. Oh ja. Oh, ich weiß gleich, was ich mit dir mache. Oh, ich werde dich sowas von auseinanderrupfen. Bam 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 bam. Und weiter. So, Welt geschafft. Uhuhu, ganz viele Treffer kassiert. Also beziehungsweise nee, ausgeteilt. 17 Treffer. Musikgalerie aktualisiert. Dioramengalerie aktualisiert. La 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 la. Sollen wir uns den Bonuskram eigentlich mal zusammen angucken? Ich weiß es nicht. Ich habe bisher drauf verzichtet, aber keine Ahnung. Wenn ihr Lust drauf habt, dann kann ich da zumindest mal vorbeischauen oder so. Und dann gucken wir uns den Kram irgendwie nochmal zusammen an. Aber davon abgesehen, ja, nö, muss halt, kann halt gemacht werden, aber muss nicht. So, DK, ich glaube, das war Welt 4. Das war ja ein Krampf gewissermaßen, aber ich glaube, es wird noch viel krampfiger, oder? Ich habe keine Ahnung, mal gucken.